So, Speedrun mache ich jetzt, sorry. Sorry, dass ich es wieder nicht gepackt habe. Warum entschuldige ich mich, dass ich es nicht gepackt habe? Bin ich doof? Dann ist es halt so, ich habe mich für nichts zu rechtfertigen. Oh, ich habe es nicht gepackt, Entschuldigung. Bitte keine Flame-Kommentare schreiben, ja? Es tut mir so leid, dass das Spiel scheiße ist. Nein. Ah, oh, weiter, weiter, es ist schlecht. Ja! So, weg, weg, nein! Schieß drauf, 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 drauf! Ja, jetzt, nein, die Bälle sind da! Die Bälle sind wa- Nein! Bleib auf der Leiter, bleib auf der Leiter und schieß von da! Bleib auf der Leiter und schieß von da! Merkt man, dass ich schon wieder ein bisschen angepisst bin, so allmählich? Nein? Jetzt bin ich ja schon wieder gut dabei eigentlich. Die Stage dauert auch gar nicht so lange eigentlich, wenn man jetzt nicht bei einem Raum 5 Jahre braucht. Also eigentlich bin ich schon wieder gut dabei jetzt von der Weite. Wieso braucht denn der Gegner so lange, bis er mal ausgedreht hat? So, und jetzt mal, das mache ich jetzt anders hier. Warum sollte ich dann die ganze Zeit da rumstehen, bis der mal da... Oh, das ist übrigens ziemlich geil gewesen, oder? Nee. Ist es nicht. So, jetzt, das alte Prinzip, es tut mir leid, wieder mal. Die alte Entschuldigungsnummer, aber jetzt bin ich wieder mal am Arsch. Och man, ey, das langweilt mich selber gerade, natürlich, aber... Was soll ich machen? Oh mein Gott, ist das scheiße. Ich bin ja froh, dass es überhaupt diesen Abuse gibt, dass ich das machen kann, theoretisch. Ich überlege, ob ich das jetzt echt schneide für euch. Also sollte das jetzt zu lange dauern, dann schneide ich das auch. Das geht ja gar nicht. Oh. Ich brauche mehr als das. Das hilft mir nicht viel. Habt ihr gedacht, ne? Habt ihr gedacht, ich werde getroffen von dem Scheiß? Oh, danke. Lieber Gott. Ja. Und bitte verbrat dann auch direkt wieder was davon, weil du so scheiße bist. Oh, yes. Yes, 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 yes. Ich kann die Musik auch langsam nicht mehr hören, ne? Bin ich auch ehrlich. Weg, 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 weg. So, jetzt bitte. Schieß den Typ mit dem Laser auch mal ab und nicht die Wand. Also erstmal werde ich mich sowieso wieder umbringen lassen, ist ja logisch. Ich komme mit seiner scheiß Teleportationskacke nicht zurecht. Jedes Mal, wenn ich denke, ich erwische den, haut er ab. Ich schaffe. Nein, 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 auszuschießen, wenn er gerade. Ich verschieße den Laser schon wieder. War das so schwer? War das echt so schwer, dass das so lange dauern musste? You got... komische Arme? Nein, das Yoga-Inferno. Oh. Aber da ist doch der Dschungeltyp anfällig gegen, oder? Hallo, das ist eine Feuerwaffe, da kann ich den ab... Brutzel, den Dschungelpenner, ey.
Also wenn das nicht die Waffe gegen den Typen ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn das jetzt nicht die Waffe ist, dann raste ich aus. Schon wieder die Drogen, ne? Ich raste aus, ey! Ich habe wieder nur ein Leben. Also was heißt ein Leben? Ich habe noch ein anderes Leben dahinter, aber... Ich würde schon gerne mit vollem Leben da ankommen. Also, mit dem, was man noch haben könnte am Start. Gab's denn noch ein Leben irgendwo? Warte mal. Hier unten war ich auch schon länger nicht mehr. Oh nein, ich glaube, da oben gab's ein Leben. Jetzt habe ich gerade überlegt, welchen Weg gehe ich lang. Und dann stelle ich fest, warte mal, ich glaube, das Leben gab's oben. Why? Just why? Also irgendwie mich auch so ein bisschen irritiert, dass hier bei dieser, in Anführungszeichen, Dschungelstage so viel Wasser ist. Also eigentlich das genaue Gegenteil von Feuer. Das ist bei meiner Logik nicht unbedingt das Treffendste. Ja, ich bin schon wieder bei der Mitte. Die Stages sind eigentlich gar nicht so lang. Ich bin jetzt schon wieder bei der Hälfte angekommen. Das heißt, warum brauche ich so lange, ist die Frage. Wenn die Stages an sich eigentlich gar nicht mal so lang sind. So, nur auf die Odo konzentrieren. Hier unten ist mir egal. Wieso hält das alles so viel aus? Lass doch mal da, ey. Oh, den Laser kann man auch abschießen. Das wusste ich noch gar nicht. Habe ich noch nie drauf geachtet. So, hier wieder Farm am besten dann. Oh, yeah. Warte. Aha. So. Und jetzt am besten hier noch die Energie zurück hochkriegen. Ja, ja. Ja, ja. So will ich das sehen. Das ist gut hier zum Farmen. Ja, ja, voll. Eine scheiß Inferno-Waffe. Na! Da kam echt noch so ein Kackding, seriously. Das wird ja wohl die Waffe gegen ihn sein, oder? Ja, ist es auch. Nein, es kommt der Boden wieder, der Boden kommt. Ich habe doch die Melone zerschnetzt, weil der so weit weg ist. Joa, ich brenne dich nieder, du Arsch. Also dafür, dass die Dawson Stage so lange gedauert hat, habe ich jetzt zwei hintereinander ganz schnell besiegt. Ja! Es wird so langsam, Leute, es wird so langsam. You got Tropical Hazard. Das klingt sowas von lame. Ich schieße eine Wassermelone. Ich würde schon fast sagen, es ist so lächerlich, das ist die Schwäche von Ryu. Machen wir mal Ryu, ey. Den haben wir jetzt schon echt länger nicht mehr gemacht. Dann habe ich nämlich die Stage mit der coolen Mucke zum Ende, weißt du? Bei der ich ja auch schon ein bisschen länger dabei war und dachte, oh, ich habe die Waffe mit diesem Satellite, aber nö. Was ist denn jetzt eigentlich, wer hat die Schwäche mit diesen Minen da? Dem Minesweeper. Ja, die Stage sollte ich eigentlich mittlerweile im Schlaf können. Es ist das dritte Mal, dass ich hier bin. Ja, es sieht zumindest etwas anständig aus. Ja, erstmal in das Spiel reinfinden. Die ersten beiden Parts waren noch so... Ich krieg überall auf die Fresse. Gut, hier auch ein bisschen, aber nicht mehr so heftig. Man wird hier auch besser, ne? Ich guck trotzdem nochmal, ob hier der Energietank ist. Aha! Der ist wieder da. Na, das ist doch toll. Wenn ich jetzt noch die richtige Waffe habe, dann sollte Ryu eigentlich kein Problem darstellen.
Wie viel Leben habe ich noch mal gerade? Gucken wir mal. Mensch. Da bin ich leider ausgerutscht. Ah. Schon über eine Stunde und 15 Minuten dabei und trotzdem wieder die Steuerung verlernt. Mann. Da bin ich echt ins Loch gefallen. Genau, wieso schieße ich eigentlich über den ersten? Aber ich kann ja auch so weg. Weil mir das immer zu gefährlich war. Und jetzt habe ich gerade irgendwie meinen Blut ausgeschaltet. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade gar nicht drüber nachgedacht, wie ich springe. Ich bin einfach gesprungen, obwohl dann noch alle drei Gegner im Raum waren. Und es hat ja trotzdem hingehauen. Also bisher sieht das super heftig aus. Wow, no death. Also, das heißt no death, no damage run, oder? Das ist jetzt der no damage run hier. Also, ist es schon längst nicht mehr, aber es sah bis dahin gar nicht mal übel aus. Boah. Und jetzt nicht vom Feuer hier irgendwie runterschmeißen lassen. Kommt das Feuer wieder, wenn ich das einmal abgeschossen habe? Sieht so aus. Ja, der schießt schneller. Erinnert ihr euch noch an diese komischen roten Typen mit den Laserwaffen? Die haben ewig gebraucht, bis die neu geschossen haben. Aber die hier, diese Shogun-Dinger, nenne ich die mal, die schießen viel schneller hintereinander. Wenn das jetzt wegge... Was? Ich habe gerade nur ein ganz geringes, also nur so ein ganz kurzes Geräusch gehört beim Aufladen. Habe ich jetzt die komplette große Energie bekommen oder so ein bisschen? Ich habe mich nur ganz wenig gerade gehört. Oder sag mir jetzt nicht, die Energie ist irgendwie despawned, während ich die gerade eingesammelt habe. Und deswegen habe ich nur einen Prozentsatz von der Energie bekommen oder sowas. Ja, das wäre ja was. Was war denn das gerade? Ich habe das genau gehört, dass das nicht so ein langes Geräusch war. So, ich muss mal kurz mein Headset richten. Der wird da, gut. Run for your fucking life, dude. Nein! Ich dachte so, ja, das ist cool. Jetzt habe ich volle Energie und dann rutsche ich doch nochmal da runter in den Raum. Ich habe trotzdem volle Energie. Ha! Das war gerade so die Schwelle zwischen dem Spiel und dem unteren, wie ich bei der Leiter hing. Fast wäre ich runtergefallen. Oh, jetzt. Aber den kann man. Die Gegner sind eigentlich auch super leicht zu verarschen, ist mir aufgefallen. Die sind gar nicht so OP. Shit. Mach den Uff, den Shit hier und rein, ey. So, Ausprobierphase. Melone. Wie sieht die aus? Oh. Hä? Hä? Wie schießt man die? Ich spawn die Melone vor mir und wie schieße ich die jetzt? Mit dem Kick. Ich muss die Waffe nochmal wechseln und den Kick. Das ist echt die Waffe, glaube ich. Oder ich schieß die gar nicht und lass die da einfach stehen. Ich schieß die auf einfach gar nicht und lass die da stehen für ihn. So sieht's aus. Ah, verdammt. So, jetzt muss ich ihn irgendwie besiegen. Ich wusste es. Ich wusste, dass der da stehen bleiben wird, so, ey. Ja, das war klar, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir hatten das bitte nicht kommen sehen, dass das so endet. Wer hat das bitte nicht kommen sehen? Ich musste die Waffe erstmal lernen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, eventuell schieße ich damit, aber nö. Ich darf die jetzt einfach da stehen lassen für ihn und das wird dann beim nächsten Mal auch so sein, sobald ich wieder hier bin. Ach komm, Mann, ja, mach kurzen Prozess mit mir, Schluss. Och Mensch, wieso habe ich so viele Leben, wenn ich eh die Waffe nicht mehr habe? Ich kann nichts reißen mit der Energie und so.
Das bringt nichts. Man kann ja auch genauso gut aufgeben eigentlich. Gib mir nicht so viele Leben, wenn ich die Waffe nicht mehr habe. Das ist seine Hadouken-Technik. Heißt es nicht sogar Hadouken bei ihm irgendwie der Superangriff? Also es war sogar die Hälfte. Naja. So, nochmal. Mann, ich hasse die Stage so langsam, ey. Ich kann die Stage langsam echt nicht mehr sehen.